Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge von Shootwoo. So, in der letzten Folge haben wir uns damit beschäftigt, wie wir unseren Ball ans Laufen bekommen. Richtig, der Ball springt und ist fröhlich und glücklich und wir sind auch glücklich. Eine Sache, die man machen kann, ist, wir geben unserem Projekt ein paar Konstanten. Eine Sache, die jetzt hier hardcoded drin steht, ist die Tatsache, dass halt die Geschwindigkeit bzw. die Acceleration um einen Faktor 1000 geteilt wird. Weil eigentlich, was wir haben wollen, ist sozusagen eine Acceleration von 0,1. Aber dadurch, dass wir das Ding ja jetzt auf Echtzeit sozusagen ausführen lassen, brauchen wir diesen Faktor 1000, damit das halt auf dem Bildschirm sichtbar ist und sozusagen der Ball nicht durch das Bild nur durchfliegt und wir sehen es nicht. Also diese Tatsache, dass wir den Update-Loop so schnell aufrufen, dass wenn wir 1 als Update-Position haben, dass er dann tatsächlich 300 Pixel pro Sekunde sozusagen schon updaten kann. So, das heißt, was wir hier jetzt sagen, ist, wir machen eine Variable Update-Speed. Update-Speed. Ich kann nicht schreiben heute. Speed. Und Update-Speed ist dann einfach 0,001. So, jetzt können wir diese Variable hier natürlich verwenden. Dann können wir hier nämlich sagen, die Acceleration ist 0,1, was ja theoretisch gesehen auch recht einfach ist. Und dann sagen wir hier ganz einfach mal game.updateSpeed. Und damit er dieses game.updateSpeed sozusagen kriegt, können wir sagen from game import game. Das heißt, aus der Game-Datei importiere die Game-Klasse, damit wir hier sagen können, Game-Klasse, gib mir bitte mal dein Update-Speed. Das geht, weil das eine statische Variable ist. Eine Sache, die wir auf jeden Fall wohl haben möchten, wäre eine Geschwindigkeit sozusagen nach rechts. Das wollen wir aber sozusagen nicht als Acceleration machen, weil eine Acceleration ist ja additiv. Das heißt, sozusagen eine Acceleration, es akkumuliert sich, heißt das. Das heißt, es wird halt immer schneller, je länger sozusagen das Spiel läuft. Und das wollen wir nicht. Wir wollen sozusagen, Acceleration kann man sich vorstellen wie so eine Kraft, die halt immer jeden Tick anschiebt. So, und was Speed macht, ist eine Art einmal anschieben, mehr oder weniger. Das heißt, wir geben dem Objekt in Y-Richtung keine Initialgeschwindigkeit, sondern halt nur in X-Richtung. Das heißt, dass er sozusagen in X-Richtung sich immer auf konstant 1 km/h bewegen wird. So, das heißt, unser Ball fliegt jetzt nicht mehr gerade, sondern in so einer merkwürdigen Kurve. Auch hier sehen wir wieder, es ist ungünstig, dass wir hier sowas haben. Was wir hier machen können natürlich auch, ist natürlich, können wir hier auch sagen, dass wir das Ganze auf Update Speed sozusagen basieren lassen. Das Problem daran ist aber, dass das wiederum nicht auf diesem Update Speed läuft. Es ist auf jeden Fall irgendeine Konstante. Ja, es sieht schon mal interessant aus. Warum springt der Ball von links nach rechts, fragt ihr euch natürlich. Naja, wir sagen hier sozusagen Self Speed mal minus gleich 1, wenn der Ball unten auf dem Boden auftrifft. Das heißt, die Y-Komponente wird umgedreht. Das heißt, er wird sozusagen von nach unten beschleunigt nach oben geschossen. Aber er wird auch von rechts beschleunigend nach links beschleunigend umgedreht. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir müssen sagen, dreh bitte nur die Y-Koordinate um. Das macht ein bisschen mehr Sinn. Eine Sache, die ich jetzt natürlich auch noch implementieren möchte, ist so eine Art Drag. Den könnte man theoretisch gesehen dann hier auch noch reinbauen. Das heißt sowas wie Player underscore Drag. Das hat nichts mit Drag Queens zu tun. Der Drag ist halt sozusagen das, was wir hier dann schlussendlich dann doch als Variable haben wollen. Das ist dann natürlich dann der Ball.Drag. Der Ball.PlayerDrag. Was ist denn das wieder für eine sinnvolle Benennung? Das ist natürlich dann der Ball.Drag. Ich nenne ihn einfach mal Drag, weil wir eigentlich keinen anderen Drag haben werden. Theoretisch gesehen, wie gesagt, kann man das Ganze in eine Physikklasse auslagern. Will ich das? Ah doch, das ist eigentlich gar keine so schlechte Idee. Wir erstellen dann eine File und sagen hier ich kann nicht schreiben. Physics.py. Jump Drag ist dann zum Beispiel ganz einfach mal 1. So, das heißt, was wir hier machen dann einfach ist zu sagen, Player, anstatt das Ganze hier zu definieren, wird das importiert und wir sagen dann hier, theoretisch gesehen könnte man jetzt auch Absolutwerte und so einen Scheiß alles machen, aber das brauchen wir nicht. Physics.drag, natürlich logischerweise, drag. Okay, ich habe das Problem gefunden. Es ist anscheinend mangelnde Kompetenz auf meiner Seite. Die Sache, die ich sozusagen importieren wollte, ist Physik. Das ist richtig. Aber wir wollen nicht die falsche Schreibweise.
für 6. Und die Variable heißt nicht Drag, sondern Jump Drag. Deswegen werden wir wahrscheinlich diese Funktion in diesem Modul nicht finden. Gut, es funktioniert wie gewohnt. Und jetzt werden wir hier sagen, was nicht, Jump Drag ist 0,5. Dann würde der Ball theoretisch gesehen nicht mehr 100% der Höhe haben, sondern halt einfach nur noch rollen nach einer gewissen Zeit. Wie gesagt, hier könnte man zum Beispiel sowas wie 995 oder so einmachen. Dann würde der Ball über die Zeit halt immer weniger Speed bzw. immer weniger Höhe machen, je nachdem, wie viel man da haben möchte. Genau, das ist dann halt wieder so eine Sache, die man balancen müsste. Das würde ich sagen, war es für diese Folge. In der nächsten Folge schauen wir uns an, wie wir ein bisschen mit der Kamera arbeiten können und ein bisschen Level Design. Wir sehen uns, stören uns und hören uns und das war eine schlechte Abmoderation. Euer Mama zu. Die Frage ist, warum springt der Ball von links nach rechts, fragt ihr euch. Das heißt, die Y-Komponente wird umgedreht.